Das Projekt Buntes Kult ist für uns eine integrative Chance, Musiker und Musikerinnen miteinander zu verbinden. Klacko und Daniel kamen zu uns in den Proberaum. Die Zusammenarbeit hat ohne Probleme direkt funktioniert. Also spitze, also die Jungs und Mädels haben mich direkt gut aufgenommen. Nichtsdestotrotz treten zwei verschiedene Musikwelten aufeinander. Aber wir haben uns gut arrangiert und haben einen guten Mix daraus gemacht. Kwaito in Südafrika, Soweto, Rassismus, Apartheid, da wird viel gemacht mit Musik. Rap mit Weißen und Schwarzen zusammen, Mischlingskinder, Inder, ganz viele Projekte. Ja, die beiden bringen ihre musikalischen Ideen bei uns ein und wir bringen unsere dazu und es funktioniert einfach. Die Musik alleine schlägt eigentlich die Brücken und verbindet die Musiker perfekt. Ja, wir haben festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben und das ist auch der Grund, warum unsere musikalische Zusammenarbeit so super funktioniert. Da ich auch mit mehreren Mentalitäten aufgewachsen bin, würde ich sagen, dass ich ein bisschen von allem kann, musikalisch gesehen. In Zukunft wäre es wichtig, eine Vernetzung im öffentlichen Maße zu finden, zum Beispiel über ein Netzwerk, was öffentlich zugänglich ist über das Internet, damit sich eben mehrere solcher Gruppen finden können. Ich würde sagen, weil für jeden was dabei ist und weil man sowas noch nie vorher gehört hat. Weitermachen. Beständigkeit führt zum Erfolg.